Dann diese letzte Partie des Tages zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern. Beide noch nicht so zufrieden mit ihrer Ausbeute. 0 Punkte für die Wolfsburger, 1:3 gegen Köln und dann 0:2 gegen Bielefeld. Die Bayern immerhin einen Punkt geholt, 1:2 Auftaktniederlage gegen den HSV und dann ein 2:2 gegen Gladbach. Und jetzt gibt es, glaube ich, 9 Meter. Capecchi ganz klar. Vielleicht kriegen wir das jetzt nochmal eingespielt, das wäre super, wenn wir die Szene im Replay haben. Wir nehmen erst die Ausführung. Gucken, was passiert. Sitzt in der Mitte, verwandelt. Dibri Joyka trifft für die Bayern. Eiskalt. Also für Capecchi war die Sache klar. Hat sehr, sehr überzeugt gewirkt. Protest hielt sich auch in Grenzen. Ist eine gute Aktion. Ballklasse rübergelegt. Ganz viel Platz nochmal gespielt. Den kann er fast selber machen. Lucas Copado. Ja, Foulspiel. Arme waren draußen. Situation jetzt geklärt. Im Spiel davor haben wir gerade über den Norit Cup gesprochen. Die Bayern also letzte Woche Sieger im Endspiel gegen RB Leipzig. Halle hat sich jetzt so ein bisschen geleert, war aber auch ein langer Tag. Vielleicht ist ja der eine oder andere jetzt noch dabei, hier am Stream, um zu schauen, wie der Tag denn ausgeht. Aber Stimmung ist nach wie vor auch da noch gut bei den letzten Verbliebenen. Ja, kurzer Ausblick auf morgen, also Wecker stellen. Wobei alle, die modern geweckt werden, das könnte ich auch machen. Also vielleicht einmal die Lautsprecher ganz laut stellen. Alexa, wecke mich morgen früh um 8.25 Uhr. Sie müsste es jetzt gerade bestätigt haben. Also 8.30 Uhr geht's los mit Stuttgart gegen Wolfsburg. Dann beginnt der lange Finaltag. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder ganz früh dabei seid. Nehmt das Croissant einfach mit vor den Laptop, vor den Smart TV und seid dabei. Denn morgen früh wird es direkt richtig losgehen. Jeder will sich in eine gute Verfassung und Form bringen für die K.O.-Spiele, die dann ab ca. 10.45 Uhr starten. Und spätestens dann schalten wir dann in den nächsten Gang bei diesem Turnier.
nächste Möglichkeit jetzt für die Bayern. Oh, ganz wichtig. Ja, Bach. Und Johann Danke im Tor der Wolfsburger. Oh, guter Schussversuch. Ganz knapp am Tor vorbei. Durch Wolfsburg. Oliver Nawe. Kriegt den Ball da nicht mit. Schade. Marlon Moretti. Ja, danke. Schwächeanfall. Also wird Zeit fürs Abendbuffet hier. Für den einen oder anderen. Gleich im Hotel. Trudelt jetzt so ein bisschen aus hier die letzten 4 Minuten. Turniergeschichte. Bayern sicherlich etwas erfahrener als die Wolfsburger. 16 Teilnahmen stehen jetzt zu Buche. Die Wolfsburger mit dem 10. Wenn wir in die Cup-Geschichte schauen, dann hat Bayern München natürlich richtig was aufgeboten. Emre Can war hier 2010. Holger Badstuber 2005. Julian Green 2012. Mats Hummels 2004. Und dann nehmen wir erst den Lauch hin. Der Wolfsburger 1:1 mitten in diese Parade hier am langen Pfosten. Jill-Lennart Walter mit dem Treffer. Also Thomas Müller 2005, Alessandro Schöpf 2010 und Sandro Wagner auch für die Bayern hier 2003. Also es ist schon viel los gewesen hier bei Bayern München. Zweimal im Endspiel gestanden, 2010 und 2014. Einmal im Jahr 2010 konnten sie den Cup gewinnen. Da spielt ihm nochmal Fahrt auf. Das 1:1 hat die Bayern geärgert. Ein Stück weit Majestätsbeleidigung hier. Zwei Minuten noch. In dieser Partie. Lohnt sich dann noch direkt nach Abpfiff dran zu bleiben. Wir haben auch ein paar Highlights des Spiels vorbereitet und verabschieden uns dann natürlich auch noch standesgemäß aus der Kreissporthalle. Also bleibt ruhig dran an dem Bildschirm. Nach Ende dieser Partie, die immer noch offen ist, weil es 1:1 steht. Und hier die nächste Schussmöglichkeit. Nemanja Motika. Hier das Spiel über die Bande. Das ist verrückt. Das plätschert echt lange dahin. Und seit dem 1:1 sind beide nochmal richtig am Marschieren. Die Zweikämpfe sofort dynamischer, sofort körperlicher. Hier die nächste Situation, aber kein Foulspiel. 1:1 Versuch. Klasse zurückgelegt. Abschluss passt nicht. Ball geblockt. Dafür sofort das Tempo. Jetzt geht es in die heiße Phase.
Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Packkonzept. Kartonagen aus Lübeck. Also 8 Minuten dachte man, ja, five up, das Ding. Mittlerweile macht das richtig Spaß hier. Schade, dass die letzten Sekunden laufen. Capecchi verlegt den Tatort noch einmal in den richtigen Bereich. Gibt es hier noch einen Sieger? Die Bayern wollen noch ihr erstes Spiel gewinnen. 2 Punkte nach 3 Spielen. Wäre ein bisschen wenig. Die Wolfsburger würden beim jetzigen Stand ihren ersten Punkt einfahren. Oder gibt es mehr? Abpraller nochmal von der Bande. Abschlussversuch wieder geblockt. Die schmeißen sich jetzt in jeden Ball da rein. Wieder geklärt. Acht Sekunden noch auf der Uhr. Ball wieder rüber. Ich glaube, das war es. Uhr ist angehalten. 5 Sekunden, aber nochmal der lange Ball. Gibt es nochmal die Abschlussmöglichkeit. 3 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Wir gehen in die Highlights. Und wie gesagt, dann hören wir uns noch einmal wieder. Bleibt dran. Bis gleich. So, da sehen wir die Tabelle und der FSV Mainz 05, Tabellenführer, 81 Tore in ihrer Liga und auch hier ganz oben dabei. Bielefeld, Tabellen-7. Achtungserfolg mit 4 Punkten, ansonsten viel wie erwartet. Gleich der Blick in die zweite Hälfte des Tableaus. Da sicherlich so ein paar Mannschaften, die man da jetzt nicht auf den ersten Blick erwartet. So, das war Tag 1. 7 Stunden haben wir heute gesendet. Das Team von Kamera OWL hat versucht, die besten Bilder zu liefern. Wir haben schon eine Menge erlebt. Es war das Speed-Dating, es war das Kennenlernen dieser Mannschaften und ich denke, das ist gelungen. Wir haben ganz viele Eindrücke gesammelt für den morgigen Tag und freuen uns schon sehr drauf. Erst recht, wenn es dann in die K.O.-Spiele geht. Vielen, vielen Dank heute für das Interesse, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hätte mir kaum einen schöneren Geburtstag wünschen können als in dieser Location, in dieser Halle. Heute Abend gibt es noch ein bisschen Tee und Sofa. Und morgen geht es dann weiter. Wie gesagt, um 8.30 Uhr, die Wecker sind gestellt. Dann hören und sehen wir uns wieder. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch allen. Schönen Abend. Einen Handkuss den Damen. Einen guten Abend den Herren und der Jugend. Bis morgen.